Tauwetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp. Und ich bin Christina Hiebtmeier. Wir werden uns heute einer Frage widmen, die manche in der Klimadebatte nicht gern hören, weil sie sagen, wir sollten bitte lösungsorientiert vorgehen und nicht schwarzmalerische Szenarios zeichnen. Aber dennoch ist es eine wichtige Frage, um zu wissen, worüber man spricht, wenn man über das Klima und die Klimakrise spricht. Was ist, wenn alles scheitert? Es laufen derzeit umfassende Bemühungen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Es gibt Forderungen von Experten, die noch weit darüber hinausgehen, was jetzt alles quasi passieren soll, von CO2-Steuer bis zu Reformen im Verkehrssektor und so weiter und so weiter. Aber was, wenn wir die notwendige Reduktion an Treibhausgasen nicht hinbekommen? Und um diese Frage zu besprechen, haben wir einen Klimaforscher von der ZAMG eingeladen. Das ist die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. Mein Name ist Marc Olefs, bin Leiter der Abteilung Klimaforschung an der ZAMG auf der Hohen Warte in Wien. Wir beschäftigen uns mit dem Verständnis des Klimasystems und den Auswirkungen des Klimawandels. Doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5.000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Episode des Profil Tauwetter Podcasts. Ja, Herr Olefs, wie hoch ist denn die Durchschnittstemperatur in Österreich aufgrund der menschengemachten Klimaerhitzung bereits gestiegen? Also in Österreich sind wir in der glücklichen Lage, seit 1960 direkt gemessenes Wetter und Klima zu haben, also eine der längsten Messreihen weltweit. Seit Beginn der 1900er Jahre, also als der Mensch wirklich angefangen hat, deutlich ins Klima einzugreifen, hat sich die durchschnittliche Jahrestemperatur in Österreich um knapp 2 Grad Celsius erhöht. Okay, international, glaube ich, spricht man da aber immer so von 1 Grad oder ein bisschen mehr, wenn ich richtig informiert bin. Warum ist es denn in Österreich mehr? Wenn man von der globalen Temperatur spricht, dann spricht man immer von einer globalen Mitteltemperatur, das heißt gemittelt über die Ozeane und über die Landmassen. In dem vorhin erwähnten Zeitraum seit den 1900er Jahren ist in Österreich eben die Lufttemperatur um 1,8 Grad gestiegen, auf den weltweiten Landmassen um 1,6 Grad. Das heißt, wir haben einen realen Unterschied von nur 20%. Das heißt, dieser deutlich stärkere Temperaturanstieg in Österreich ist damit begründet, dass sich Landmassen einfach stärker und schneller erwärmen als die deutlich thermisch deutlich trägeren Ozeane. Verstehe, das heißt, wenn wir am Meer liegen würden, wäre es nicht so schlimm sozusagen. Für uns lokal zumindest, aber Wetter und Klima wird ja auch transportiert aus anderen Gegenden. Wenn wir CO2 emittieren, vermischt sich das auch horizontal und vertikal in der ganzen Atmosphäre. Das heißt, irgendwo hängt alles zusammen. Das würde nicht unbedingt heißen, dass wir dann weniger von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen wären. Okay. Wie hoch würde die Temperatur denn weiter steigen, wenn alle Bemühungen zum Schutz des Klimas scheitern würden oder beziehungsweise wenn man gar keine Klimaschutzmaßnahmen mehr treffen würde? Also im schlimmsten Fall, im Worst Case, würde das bedeuten, dass die Temperaturen von jetzt weg nochmal um circa 3,5 Grad ansteigen würden bis ans Ende des Jahrhunderts in Österreich. Allerdings gibt es da gewisse Unsicherheiten und deswegen werden diese sogenannten Klimaszenarien auch mit verschiedenen Klimamodellen berechnet. Und die Bandbreite bei dem Ganzen liegt dann bei bis zu 5 Grad weiterer Erwärmung im Vergleich zu heute am Ende des Jahrhunderts. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen, woher man das weiß? Es spielen ja, glaube ich, auch diese berühmt-berüchtigten Kippeffekte mit, wie das Auftauen der Permafrostböden und so weiter. Wie kommen die Forscher auf diese Zahlen?
Also um zu verstehen, wie sich das Klimasystem entwickelt und wie es miteinander zusammenhängt, bedienen wir uns sogenannter Klimamodelle. Mhm. Und diese Klimamodelle können für die Vergangenheit, wo wir gemessenes Wetter und Klima vorhanden haben, überprüft und validiert werden. Daher wissen wir, dass diese Modelle prinzipiell funktionieren. Um die zukünftige Entwicklung abschätzen zu können, müssen wir abschätzen, wie entwickelt sich die Weltbevölkerung, die Technologie, mit welchen Rohstoffen wird Energie produziert, um eben diese Emissionen von Treibhausgasen abschätzen zu können. Und auf Basis dieser möglichen zukünftigen Entwicklungen, sind also keine Prognosen, sondern mögliche zukünftige Entwicklungen, wir nennen das auch Projektionen, kann man jetzt sich sozusagen verschiedene Zukünfte konstruieren, also verschiedene zukünftige Klimaszenarien bauen. Und da geht man halt von einem schlimmsten Worst-Case-Szenario aus, dass da wäre, dass wir sozusagen weiterhin diese enormen Mengen an Treibhausgasen emittieren. Derzeit emittieren wir jährlich 35 Milliarden Tonnen CO2 weltweit und es ist weiter steigt weiter dieser Anteil. Das heißt, in diesem Worst-Case-Szenario gehen wir davon aus, dass dieser Anteil weiterhin steigt, eigentlich bis zum Ende des Jahrhunderts. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass sich die Weltbevölkerung, die auch einen großen Anteil dieser weiteren Entwicklung ja hat, maximal entwickelt. Das heißt, bis auf eine Zahl von ca. 12 Milliarden Menschen am Ende des Jahrhunderts. Das ist so auch der Oberrand der UN-Projektion eigentlich. Und diese Kombination, also weiterhin keine Klimaschutzmaßnahmen oder nur wie bisher halt, und maximale Bevölkerungsentwicklung, die Kombination von diesen beiden Faktoren führt dann eben zu diesem sogenannten Worst-Case-Szenario, was wir sozusagen als schlimmste oder negativste Entwicklung halt bis ans Ende des Jahrhunderts auch charakterisieren. Mhm, Das heißt, diese 3 bis 5 Grad, die kommen nochmal drauf auf die 2 Grad, die genau. wir schon haben seit 1900. Genau, genau. Also im Schnitt über alle Klimamodelle sind es 3,5 Grad von jetzt weg. Von jetzt heißt Klimamittel 1991 bis 20, also die letzten 30 Jahre, von denen weg noch 3,5 Grad. Das ist sozusagen der Mittelwert von allen Modellen. Und das extremste Modell zeigt sogar noch +5 Grad von jetzt weg für Österreich. Dann reden wir mal über die Folgen für Österreich. Würde sowas dann wirklich eintreten? Würde es dann zum Beispiel noch sowas wie Jahreszeiten geben, die man voneinander unterscheiden kann in Österreich? Die Jahreszeiten wird es weiterhin und wird es immer geben, weil die bedingt sind durch die Astronomie, durch die Erdbahn um die Sonne. Und was sich allerdings ändern wird, ist, dass das, was wir bereits feststellen, also dass es immer wärmer wird, werden ja auch die Temperaturextreme immer mehr. Das heißt, wir haben vermehrte Hitzebelastung im Sommer. Aber auch in den anderen Jahreszeiten wird es wärmer, also im Frühjahr, im Herbst und im Winter. Das heißt, die Sommersaison und somit die Vegetationsperiode werden länger. Wir kriegen Probleme mit Spätfrost, weil Pflanzen sozusagen immer früher schon im Wachstumsstadium sind, wo es eben noch starke Kaltlufteinbrüche geben kann. Und diese Übergangsjahreszeiten, Frühjahr und Herbst, die werden sozusagen wärmer und attraktiver auch natürlich. Und der Sommer wird halt problematischer aufgrund der steigenden Hitzebelastung, insbesondere in Bezug auf die Gesundheit. Und wird es im Winter noch Schnee geben? Es wird auch im Winter noch Schnee geben. Allerdings in diesem Worst-Case-Szenario rechnen wir bis Ende des Jahrhunderts mit einer Abnahme des Naturschnees von 90% im Vergleich zu heute. Das bedeutet immer noch in mittleren Seehöhen von 1500 Meter eine Halbierung der Schneedeckendauer, also der Anzahl der Tage mit Schnee am Boden. Auch die technische Produktion von Schnee, also wir reden dann von bewirtschafteten Flächen in Skigebieten, leidet unter der fortschreitenden Erwärmung, weil die Zeitfenster, in denen diese technische Schneeproduktion möglich ist, immer kürzer werden, weil die auch an der Lufttemperatur hängen. Das bedeutet, Skifahren wird dann mittelfristig gesehen auf jeden Fall technisch aufwendiger und teurer letztendlich auch. Wir würden dann gerne noch auf den Tourismus gesondert zu sprechen kommen, aber damit man sich das besser vorstellen kann, vielleicht ein bisschen bei der Flora und Fauna beginnen. Wie würden zum Beispiel Österreichs Wälder ausschauen? Ich meine, die zum Beispiel Organisationen wie die Bundesforste klagen heute schon, dass in den Wäldern klimakrisenbedingt sich total viel tut, Borkenkäferbefall und so weiter, dass da viele Probleme auftreten. Wie wird es da weitergehen? Na, da haben wir einerseits eben die Problematik der Hitze und das zweite Thema Problematik der Trockenheit und Dürre, die wir noch nicht angesprochen haben. Ein weiterer Effekt dieser zunehmenden Hitzebelastung ist nämlich, dass mehr Wasser aus dem Boden verdunstet. Das heißt, Gegenden wie das nordöstliche Flachland, also Teile von Niederösterreich oder auch im Burgenland,
wo jetzt schon nicht so wahnsinnig viel Niederschlag übers Jahr fällt, die werden noch trockener, was dann wirklich da für die Landwirtschaft und auch für die Forstwirtschaft zu Problemen führt. Konkret bei der Forstwirtschaft haben wir das Problem von sogenannten Combined Risks, also kombinierten Risiken. Das heißt, ein Baum, der zum Beispiel unter Trockenstress leidet, weil es eine längere Trockenphase gegeben hat, der kann sich keine seiner natürlichen Abwehrmechanismen gegen Borkenkäfer, also normalerweise schüttet der da einfach Harz aus und die Borkenkäfer sind tot sozusagen. Wenn der jetzt unter Trockenstress leidet, kann er das nicht mehr so gut tun, also die Abwehrkräfte sind vermindert. Wenn jetzt gleichzeitig Hitze dazukommt, können die Borkenkäfer aber mehr sich schneller entwickeln, also mehr Generationen ausbilden innerhalb von einem Jahr. Und diese Kombination eben aus Trockenheit und Hitze führt dann zu großen Mengen an Schadholz, die einerseits wirtschaftlich ein Problem sind, weil Österreich eben eine wichtige Holzexportnation ist, andererseits aber auch die ökologische Funktion des Waldes gefährdet ist. Weil eben immer mehr Bäume unter den Borkenkäfern leiden. Und welche Bäume wird es in Österreich nicht mehr geben? Gewirtsbäume nicht mehr geben, bestimmte Typen? Genau, also der zweite Aspekt ist praktisch der, dass es natürlich langfristig gesehen klimafittere Baumarten braucht. Das heißt, es gibt die Fichte, die zum Beispiel, glaube ich, circa 60% des österreichischen Waldes derzeit noch ausmacht, ist ein Flachwurzler. Das heißt, wenn es längere Zeit Trockenperioden gibt, dann hat die Probleme, weil sie einfach zu wenig Wasser bekommt. Das heißt, hier würden sich schon naturbedingt langfristig die Baumarten verschieben. Bedeutet, wenn wir wollen, dass der österreichische Wald nach wie vor wächst, was er derzeit ja noch tut, dann muss man eben jetzt schon dafür sorgen, aufgrund von den langen Verzögerungen, die man das aufgrund des Baumwachstums zu rechnen hat, möglichst frühzeitig schon auf entsprechend klimafitte Baumarten zu wechseln, die sozusagen mit diesen erhöhten oder geänderten klimatischen Rahmenbedingungen besser zurechtkommen. Wie werden sich die, in Österreich ein wichtiges Thema, wie werden sich die Berge und die Gletscher entwickeln, womit wir dann auch zum Tourismus überleiten und zum Skifahren? Was ist zum Beispiel, die Gletscher schrumpfen auch schon jetzt? Wie sind da die Projektionen? Also wir haben eben vorhin gesagt, die Temperatur steigt langfristig gesehen eigentlich in allen Jahreszeiten. Nicht nur in allen Jahreszeiten, sondern auch in allen Höhenlagen eigentlich. Das heißt, die Andauer der Schneedecke verkürzt sich auch in Höhenlagen über 3000 Meter Seehöhe. Und sommerliche Schneefälle, die eigentlich einen Gletscher vor der Sonneneinstrahlung schützen sollen, im Sommer werden immer seltener. Das dunkle Eis ist immer mehr und mehr an der Oberfläche, was dazu führt, dass noch mehr Sonnenstrahlung vom Gletschereis geschluckt wird und zu stärkerer Schmelze führt. Das heißt, langfristig gesehen gehen alle diese drei Dinge zurück, also Gletscher, Permafrost als auch Schneedecke aufgrund von diesen steigenden Temperaturen. Der Rückgang des Permafrosts hat zum Folge, dass wir mit einer erhöhten Steinschlagaktivität zu rechnen haben, was dann eben touristisch im Sommer auch relevant hat, auch für den Alpintourismus. Im Winter führt es eben dazu, vorhin erwähnt, dass der Naturschnee langfristig abnimmt und dass die Zeitfenster für die technische Beschneiung weniger werden. Jetzt sind aber unsere Landschaften eigentlich ein recht wichtiges Asset für den Tourismus und so wie das klingt, würden die sich dann doch sehr erheblich verändern. Wie denken Sie, würde sich denn der Tourismus in Österreich entwickeln? Also im Wintertour muss man eben differenzieren nach Jahreszeiten, aber auch Höhenlagen von den Jahreszeiten her. Der Wintertourismus, dort rechnen wir eben, wie vorhin bereits erwähnt, mit einem erhöhten Aufwand technisch und auch von den Kosten her, eben aufgrund von diesem größeren technischen Aufwand. Da wird es halt vermehrt auch zu höheren Kosten dann für den Gast selber kommen. In den Übergangsjahreszeiten Frühjahr und Herbst, das sind sicherlich zwei Jahreszeiten, wo es noch ein Potenzial für Nächtigungssteigerungen geben kann, weil sozusagen die Temperaturen einfach attraktiver werden im Schnitt. Im Sommer kommt es, denke ich, stark darauf an, auf die Region und auf die Höhenlage. Da gibt es einerseits eben im alpinen Bereich, im Bereich der Hochtouren, diese Problematik durch Steinschlag, aber vielleicht auch durch langfristig ansteigende kleinräumige Wetterextreme. Also Gewitter werden vermutlich durch die Erwärmung zwar selten, aber dafür intensiver werden. In tiefer gelegenen Bereichen oder auch in Seen kann es natürlich auch positive Effekte geben, weil es vielleicht attraktiver ist, in einem kühlen Bergsee als im immer heißer werdenden Mittelmeer seinen Urlaub zu verbringen. Wenn wir jetzt nochmal über das Skifahren reden, das
Beschneien ist ja auch sehr energieintensiv und verursacht CO2. Ist es denn zielführend, für künstlichen Schnee zu sorgen, wenn von Natur aus keiner mehr oder kaum noch einer fällt? Da könnte man ja auch gleich eine Skihalle ins Machfeld bauen oder so. Also mit Maß und Ziel ja, das bedarf wirklich einer lokalen, ortsspezifischen Studie, um abzuwägen, wie dort die Verhältnisse sind, auch von der Wasserverfügbarkeit her, letztendlich vom ökologischen Aspekt her, muss man das eigentlich dann wirklich spezifisch für das jeweilige Skigebiet bestimmen und ableiten. Das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen. Und wenn Sie das jetzt zum Beispiel jetzt schon beobachten, was beispielsweise in Tirol passiert, wo ja auch immer mehr versucht wird zu beschneien und immer ausgeklügeltere Anlagen gebaut werden, ist das eine Entwicklung, die Sie noch gutheißen können, oder denken Sie, dass da schon ein bisschen zu viel passiert auf Kosten des Klimas und für den Tourismus? Also ich glaube, letztendlich jetzt heutzutage neue Skigebiete, komplett große neue Skigebiete zu bauen, das muss man sicherlich stark in Frage stellen. Es ist wirklich dann wieder eine Abwägung vor Ort, wie schaut die Höhenlage aus, wie schaut wirklich der Eingriff in die Natur aus. Da gibt es ja auch entsprechende ausgiebige rechtliche Rahmenbedingungen eben mit den Umweltverträglichkeitsprüfungen und so weiter, die versuchen hier, dass die beiden Bedürfnisse zwischen touristischer Nutzung und Naturbelassenheit auch abzuwägen. Aber weil Sie den Herbst und den Frühling sozusagen als Jahreszeit mit Potenzial in gewisser Weise erwähnt haben, heißt das, es geht natürlich stärker in Richtung Wandern gehen im See, in Kärnten im See baden oder solche Sachen. Soll man sich die Zukunft des Tourismus dann eher in diese Richtung vorstellen? Wie schätzen Sie das ein? Also das wäre sicherlich eine attraktive Möglichkeit, die Jahreszeiten zu nutzen, die vielleicht in anderen Gegenden weniger attraktiv werden durch den Klimawandel, eben Stichwort Bergseen versus Mittelmeer. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, vielleicht die altbekannte Sommerfrische wieder zu beleben und vielleicht bei dieser Gelegenheit auch gleichzeitig das ganze Thema Klimawandel mit seinen Auswirkungen den Gästen nahezubringen, indem man praktisch einen attraktiven so Paris-Lifestyle-Urlaub, auch benannt nach dem Pariser Klimaziel, also einen attraktiven, aber gleichzeitig nachhaltigen Urlaub eigentlich in der gesamten touristischen Angebotskette versucht näher zu bringen, weil er letztendlich, wir haben vorhin über die CO2-Emissionen geredet, der größte Anteil eines touristischen Aufenthalts ja die An- und Abreise ist und jetzt nicht das Skigebiet oder die Attraktionen vor Ort. Das heißt, hier auch praktisch ein Gesamtpaket anzubieten, das auch praktisch eine klimafreundliche Mobilität, also An- und Abreise dann ermöglicht, wo es natürlich auch überregionale Maßnahmen und Vorgaben seitens der Politik geben muss, damit das Ganze funktioniert. Wie schaut es mit Gebäuden aus? Wie müsste man Gebäude und Städte anders errichten? Haben Sie da auch wenn das sozusagen dann am Ende die Frage, eine Frage ist, die Behörden beantworten müssen, aber wie Sie als Experte, wie schätzen Sie das ein? Stadtplanung ist sicherlich ein Bereich, wo es einen sehr, sehr intensiven Austausch zwischen Klimatologie und Architektur braucht. Es gibt auch in immer mehr größeren österreichischen Städten eigene Stadtklimatologen, die genau diese Planungsaufgaben, also dieses Know-how eben auch in die Stadtplanung reinbringen. Hier geht es einerseits darum, dass man diese Hitze-Hotspots, die sich ja eben auf den versiegelten Flächen gerne bilden, weil sich tagsüber durch die Sonnenstrahlung diese Flächen stärker erhitzen und dann in der Nacht langsamer abkühlen, diese Hitze-Hotspots eben zu entschärfen, indem man eben an ausgeklügelten, durchdachten Stellen Begrünung, Bewässerung, aber auch zum Beispiel die Farbgebung der Dächer oder die thermischen Eigenschaften der Gebäude entsprechend optimiert. Und da gibt es auch eigene Stadt. Wir haben vorhin über Klimamodelle geredet, die uns sozusagen zeigen, wie sich global das Klima verändert hat und auch verändern wird. Und hier gibt es im Stadtklimabereich eigene Modelle, die wirklich so hoch aufgelöst sind, dass sie eigene Gebäude und auch die Straßenschluchten abbilden.
weil ja auch die Zirkulation hier der Luft eine große Rolle spielt, wo man dann wirklich mit planerischen Maßnahmen austesten kann, welchen Effekt hat die und die Maßnahme dann tatsächlich. Wir reden über Durchschnittstemperaturen, aber das ist vielleicht für manche Leute nicht so leicht vorstellbar. An so einem Hitzetag in der Stadt im Jahr 2050, wie heiß kann es da werden? Naja, wir hatten jetzt, wenn man die Extremjahre hernimmt, zum Beispiel 2015 oder 2019, hatten wir knapp 40 Hitzetage. Also ein Hitzetag ist ein Tag, wo die Höchsttemperatur über 30 Grad ansteigt. Hatten wir in Wien eben zum Beispiel in diesen 2 Jahren um die knapp 40 Hitzetage. Das sind also so die Extremwerte, die wir derzeit kennen. Wenn wir dieses Worst-Case-Szenario praktisch jetzt dahingehend weiterdenken, dann würde das bedeuten, dass Ende des Jahrhunderts so ein Extremwert eigentlich zum Normal werden würde. Also 40 Hitzetage wäre dann ein durchschnittlicher Sommer. Das würde dann aber bedeuten, dass die Extreme, die dann stattfinden, also besonders heiße Sommer, dann 60 bis 80 Hitzetage, das kann man sich vorstellen, also 2 bis 3 Monate durchgehend mit 30 Grad. Natürlich wird es Unterbrechungen dazwischen geben, aber jetzt nur vom Unterschied her. Das sind wirklich massive Belastungen dann fürs Gesundheitssystem. Also wir hatten jetzt bereits in 4 der letzten 8 Sommer mehr Hitze als Verkehrstote. Also es gibt seitens der AGES da auch ein sehr gutes Hitzemortalitätsmonitoring, also die Rate der Übersterblichkeit aufgrund des Hitzeeinflusses. Da geht es ja aber nicht nur um wirklich Todesfälle, sondern da geht es auch wirklich um Leistungsfähigkeit, Produktivität. Also jeder von uns kennt es, in Hitzenächten schläft man schlechter, die Erholung ist schlechter, die Produktivität tagsüber beim Arbeiten ist auch schlechter. Das heißt, der Bereich Gesundheit ist wirklich einer der hauptbetroffenen Sektoren von der ganzen Klimawandelproblematik langfristig. Und wenn Sie sagen, die Zahl der Hitzetage wird mehr, aber wird auch die sozusagen die, und ein Hitzetag ist über 30 Grad, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird auch sozusagen die unmittelbare Temperatur an so einem Hitzetag höher oder wird da nur quasi die Zahl der Hitzetage mehr? Die Zahl der Hitzetage steigt ja, weil die Mitteltemperatur und weil die Extrema mehr steigen, also weil es mehr wärmere Tage gibt sozusagen. Und wir wissen, dass sich die Extremwerte ungefähr gleich verhalten wie die Mittelwerte. Das heißt, die statistische Verteilung bleibt ungefähr gleich. Das heißt, wenn wir diese 3 bis 5 Grad weiterdenken von jetzt weg bis ans Ende des Jahrhunderts, da kann man das ungefähr auf die Maximumwerte setzen. Wir hatten jetzt schon einzelne Sommer, wo wir an einzelnen Messstationen über 40 Grad gehabt haben. Also diese Änderungen kann man da wirklich auf die Maximalwerte auch ungefähr draufsetzen, um sich da eine Vorstellung davon zu haben, was das dann bedeutet. Das heißt, aus 40 werden dann 45, jetzt mal ganz so an einem heißen Platz in der Stadt, im Sonne Extremfall runterbrennt, dann, ja. Im Extremfall. Sie haben vorhin schon die Landwirtschaft angesprochen. Jetzt wissen wir beispielsweise schon von manchen Winzern, die bereits andere Rebsorten als früher anbauen. In Gegenden, wo bisher nur Weißwein angebaut wurde, gibt es jetzt plötzlich auch Rotweinanbau. Wie wird sich das denn generell für die Landwirtschaft doch auswirken? Welches Obst, welche Früchte, welches Gemüse werden wir womöglich in näherer Zukunft in Österreich nicht mehr anbauen können, weil es zu warm ist oder zu trocken? Oder anders gefragt, was werden wir stattdessen anbauen können? Wird es Olivenbäume geben in Österreich? Also welche Sorten da genau angebaut werden können, das müssen Sie dann wirklich die entsprechenden Experten fragen. Aber letztendlich ist man ja jetzt schon auch beim Saatgut auf der Suche eben nach Getreidesorten, also zum Beispiel auch Kartoffelsorten, die weniger empfindlich sind gegenüber wärmeliebenden Schädlingen, die sich ja eben dann langfristig gesehen auch stärker ausbreiten. Das Gleiche gilt natürlich dann auch fürs Getreide. Letztendlich geht es eben darum, diese Hitze- und Trockenheitsresistenz zu bekommen. Und die Corona-Situation speziell im letzten Jahr hat ja auch gezeigt, wie wichtig eine autarke Lebensmittelversorgung auch sein kann. Aber das heißt, man muss sich da nicht groß jetzt aufhalten, irgendwie zu versuchen, künstlich zu bewässern, sondern es wäre schon sinnvoller, irgendwie die Produktion umzustellen oder
Was meinen Sie? Vermutlich wird es beides brauchen. Also ich meine, in den Bereichen, in den Gegenden in Österreich, also besonders im Nordosten, wo bereits jetzt nicht so viel wahnsinnig viel Niederschlag fällt, dort wird es ja hauptsächlich diese Problematik geben. Das heißt, dort wird man kurzfristig natürlich, kurz bis mittelfristig auch weiterhin auf verstärkte Bewässerung setzen müssen. Denn dieser Prozess des Findens einer entsprechend klimafitteren Sorte ist ja nicht etwas, was in wenigen Jahren passiert, sondern da muss es viele Versuchsreihen geben, die letztendlich dann das Ergebnis liefern, was langfristig auch eingesetzt werden kann. Das heißt, hier müssen immer verschiedenste Arten von Maßnahmen, eigentlich Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen, miteinander kombiniert werden. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben jetzt mehrmals gesprochen von klimafitten Feldfrüchten in der Landwirtschaft oder Bäumen im Wald. Soll man die jetzt eigentlich anpflanzen in der Annahme, dass die rigorose Klimapolitik sowieso nicht funktioniert? Oder soll man mehr oder weniger bei dem bleiben, was ist, und damit rechnen, dass die Maßnahmen letztlich wirken werden und diese Ziele, so ambitioniert sie auch sein mögen, erreicht werden? Das ist irgendwie ein Dilemma, weil wie schätzen Sie das ein? Es wird ja in diese Richtung eben die Kolleginnen und Kollegen von der Forstwissenschaft, die experimentieren da schon seit längerer Zeit auch mit dieser Suche nach klimafitten Baumarten. Und ich denke, man orientiert sich da so an einem mittleren Szenario. Und wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir auf der Erde ganz verschiedene Arten von Klimatas haben. Das heißt, wir wissen, dass in ganz anderen Gegenden unter deutlich höheren und trockeneren Temperaturen bestimmte Baumarten wachsen, schon seit vielen Jahrzehnten. Und genau diese Informationen, diesen Wissensschatz kann man sozusagen übertragen, um in Erfahrung zu bringen, welche Baumarten dann in einem zukünftig geänderten Klima bei uns auch überlebensfähig wären. Und ich glaube, dass man da so ein mittleres Szenario anvisiert. Dieses Worst-Case-Szenario, über das wir da jetzt sprechen, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass das eintrifft? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung sich auf 12 Milliarden Menschen am Ende des Jahrhunderts entwickelt? Ich glaube, das ist etwas, was niemand wirklich seriös vorhersagen kann, weil letztendlich ist die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten eben neben der Art und Weise, wie wir unsere Energie produzieren, der wesentliche Faktor. Und deswegen ist es extrem schwierig, irgendwelche Eintrittswahrscheinlichkeiten mit diesen Klimaszenarien zu verbinden. Wichtig ist eben, dass man sozusagen diesen Pfad der möglichen Zukünftige aufspannt aus wissenschaftlicher Sicht. Und der spannt sich eben zwischen diesem Worst-Case-Szenario und dem doch Erreichen der Pariser Klimaziele, also die Erwärmung auf diese 2 Grad bis ans Ende des Jahrhunderts zu begrenzen, auf. Und dann eben für die verschiedenen Sektoren auch ganz konkret die Auswirkungen und Klimafolgen abzuleiten. Da anders gefragt, die Paris-Ziele, werden wir die einhalten können, so wie es jetzt läuft? Die Pariser Klimaziele sind extrem ambitioniert und es wird extrem schwierig, denn die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles würde bedingen, dass wir 2050 weltweit gesehen Netto-Null-CO2-Emissionen haben. Ein kleiner Vergleich mit Corona: im Jahr 2020 hatten wir weltweit gesehen 6% weniger Emissionen an Treibhausgasen. Das Erreichen des Pariser Klimaziels, also mit die 1,5 Grad, würde heißen, dass wir jedes Jahr von jetzt weg, von Jahr 2020 weg, weitere 6% reduzieren. Wir wissen, welche wirtschaftlichen Kollateralschäden weltweit, die noch teilweise noch gar nicht abschätzbar sind, diese Maßnahmen mit sich geführt haben. Deswegen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar ist. Das 2-Grad-Ziel ist selbst extrem ambitioniert. Ich glaube, wir sind gut bedient damit, wenn wir es schaffen, sozusagen ein mittleres Szenario zwischen dem Worst Case und den Pariser Klimazielen zu schaffen. Denn wenn man die Emissionen, die wir jetzt haben, praktisch in die Zukunft rechnen, also wenn wir weiterhin diese Emissionen hätten, dann hätten wir zur Erreichung der Pariser Klimaziele, nur um ein weiteres Gefühl dafür zu bekommen, noch 12 Jahre Restzeit. Mhm. Dann wäre dieses Budget an CO2 aufgebraucht, weil letztendlich die Erwärmung der Erde definiert sich einfach durch die kumulativen Emissionen an klimawirksamen Treibhausgasen, die wir bereits in der Historie getätigt haben. Das ist unser historischer Rucksack, den wir mit uns tragen und den wir eben in weiterer Zukunft noch
noch emittieren werden. Und das ist natürlich etwas, was wir in der Hand haben. Und da ist es so wichtig, jetzt zu handeln. Denn die, wir reden auch vom Vermächtnis, CO2-Vermächtnis und der Trägheit des Klimasystems. Wir emittieren nämlich derzeit doppelt so viel CO2 als auf natürlichem Wege, also über die Vegetation oder auch über die Ozeane wieder aufgenommen werden kann. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie eine Badewanne, in die extrem viel Wasser reinfließt, aber nur über ein kleines Loch das Wasser entweichen kann. Und der Füllstand dieser Badewanne ist praktisch gleich der Erwärmung oder gleich den Klimarisiken, Kosten und Gefährdung. Das heißt, wir müssen die einzige Möglichkeit, diese Badewanne nicht zum Überlaufen zu bringen, ist eben den Wasserhahn massiv zuzudrehen, denn wir wissen derzeit nicht, wie wir das Loch in der Badewanne machen. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Es gibt Experten, die sagen, wenn die Temperatur wirklich um 7 Grad oder so, also wirklich absolutes Worst-Case raufschießt, dann ist sozusagen in vielen Gebieten auf der Erde das Leben gar nicht mehr möglich. Vielleicht Österreich ist teilweise Hochgebirge, da geht es vielleicht gerade noch irgendwie. Ist das übertrieben oder wie schätzen Sie diese Frage ein, die jetzt ein bisschen über Österreich hinausreicht? Also das, egal wie stark die Klimaänderung sein wird, jetzt die menschengemachte, der Planet wird nicht untergehen. Das nicht. Die Frage ist sozusagen, ob der Mensch mithalten kann. Letztendlich, wir haben vorhin über Kipppunkte im Klimasystem haben wir noch nicht geredet. Das sind sozusagen Änderungen im Klimasystem, die zumindest auf menschlicher Zeitskala nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also zum Beispiel das komplette Abschmelzen des grönländischen Eisschildes oder Meeresströmungen, die mit atmosphärischen Strömungen, Monsun zum Beispiel, zusammenhängen, die wiederum dann das antarktische Eisschild beeinflussen. Das heißt, hier kann es auch zu Kettenreaktionen kommen in diesem ganzen System, das ja miteinander zusammenhängt. Und früher hat man geglaubt, dass solche Kipppunkte im Klimasystem erst eben bei Temperaturerhöhung der globalen Mitteltemperatur von 5 bis 6 Grad ausgelöst werden. Es mehren sich jetzt die Studien, die zeigen, dass das schon deutlich früher passiert. Wir können aber nach wie vor noch keine Wahrscheinlichkeit oder noch keinen Temperaturrange angeben, wo das wirklich passieren wird. Fazit ist, wir möchten, der Mensch ist gut daran beraten, eben die Klimaerwärmung auf ein Minimum zu reduzieren, um diese Wahrscheinlichkeit des Entstehens solcher Kipppunkte zu reduzieren. Aber selbst wenn so ein Kipppunkt entstehen würde, dann liegt es an der Menge der emittierten Treibhausgase, wie schnell dieser Prozess abläuft, also wie schnell das grönländische Eisschild abschmilzt und die ganzen Folgeprozesse dann in Gang kommen, ob das in 1.000 oder 10.000 Jahren passiert und so weiter. Der Fazit des Ganzen, es ist aus meiner Sicht nie zu spät, aber wir sind sehr gut daran beraten, das wirklich auf ein Minimum zu reduzieren, die weitere Erhöhung, weil einfach alle Klimarisiken, sei es Gefährdung oder Kosten, mit der Menge an kumulativ emittierten Treibhausgasen steigen. Ein Kipppunkt ist, wenn zum Beispiel dass der Permafrostboden in Sibirien schmilzt und dann plötzlich das ganze Methangas entweicht und die Klimaerwärmung sozusagen nochmal extrem ankurbelt. Das wäre ein positives Feedback, was Sie angesprochen haben. Aha, das heißt, okay. Permafrost schmilzt, lässt Methan frei. Methan ist ein klimawirksames Treibhausgas. Das verstärkt sozusagen den Prozess. Würde aber nicht ewig lang dauern, sondern nur bis die Menge emittiert ist sozusagen. Kipppunkt wäre zum Beispiel, dass das grönländische Eisschild schmilzt jetzt aufgrund von den Temperaturen, die in der Arktis deutlich stärker ansteigen als bei uns, weil dort mehr Eis schmilzt, das dunkle Wasser an die Oberfläche kommt, nochmal mehr Energie absorbiert wird. Das ganze grönländische Eisschild weiter nach unten senkt in immer wärmere Gefilde sozusagen und dadurch nochmal immer schneller schmilzt. Das ist also ein Punkt, der, wenn er einen gewissen Fortschritt erreicht hat, zurück mehr quasi, auf menschlicher Zeitskala praktisch nicht mehr stoppbar ist. Herr Olefs, herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Marc Olefs von der ZAMG. Zuletzt, wie üblich, noch ein paar abschließende Bemerkungen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter @profiltauwetter. Schicken Sie uns zum Beispiel dort Anregungen, Kritik, Feedback. Es geht auch per Mail an Podcasts, Vorsicht Mehrzahl, also mit s@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören.
Und besonders würde es uns freuen, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie an den gerade genannten Podcast-Plattformen. Dort nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter. Auf Wiederhören. Tauwetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Gepp.